Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Manche Videos machen ein bisschen mehr Spaß, manche ein bisschen weniger, manche machen ganz besonderen Spaß. Das ist bei diesem Video hier der Fall. Der Grund des Videos ist eigentlich die Firma Fielmann. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video eingestellt und da habe ich so ein bisschen kundgetan, dass ich mit dem Service nicht ganz so zufrieden war. Anfang des Jahres habe ich mir das erste Mal meine Brille selbst kaputt gemacht, habe die dann bei meinem Fielmann-Händler, ich bin seit über 20 Jahren Kunde, sehr zufriedener Kunde bei Fielmann, habe den dann da abgegeben und dann hieß es, okay, in 2 Tagen ist sie fertig, dann habe ich, normalerweise war ich gewohnt, dass man mich anruft und dann hat das nicht geklappt, dann bin ich eine Woche später hingegangen, dann war sie nicht fertig, dann ist das Glas verloren gegangen und. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay Leute, jetzt reicht's mir, da mache ich jetzt mal ein Video draus, weil da sind so viele Fehler passiert. Und kaum war das Video online, ist bei euch auch dann gut angekommen und Kommentare waren natürlich auch drunter, hat sich die Firma Fielmann bei mir gemeldet. Und die Art und Weise, wie dann mit mir als Kunde umgegangen worden ist, und zwar in absolut positiver Manier, das ist es wirklich wert, hier in einem kurzen Video auch gezeigt zu werden. Meckern ist immer leicht, das können wir alle ganz schnell, nur wenn man mal einen Fehler gemacht hat, den dann zu reparieren und wie dieser Fehler repariert worden ist, gleichzeitig mit meiner Brille, das muss ich hier einfach zeigen. Ihr seht hier, ich habe ja ein paar Sachen aufgestellt und es gibt auch noch was für euch, das heißt also die Firma Fielmann und ich selber, also die Firma Fielmann hat mir 3 Gutscheine zur Verfügung gestellt und ich selber habe auch 3 Gutscheine gekauft, von meinem eigenen Geld tatsächlich, weil ich hiermit so viel Glück letztendlich gehabt habe, was ich hier alles bekommen habe, dass ich auch einen Teil davon natürlich gerne euch wiedergeben möchte. Die Firma Fielmann hat gesagt, okay, komm, da tun wir auch was für den Kanal und stiften auch 3 Gutscheine. Das sind die, da gucken wir gleich nochmal ein bisschen genauer hin. Jetzt will ich das Ganze so ein bisschen verbinden. Ja, normalerweise braucht ihr unter meine Verlosung nur drunter schreiben, dass ihr an der Verlosung teilnehmen wollt und dann ist gut. Aber diesmal habe ich mir gedacht, es geht um Brillen und in eigener Sache zeige ich euch jetzt mal meine Brillen an sich und dann sollt ihr mir einfach sagen und so könnt ihr an der Verlosung teilnehmen, welche Brille ihr am besten findet. So, die Brille, die ich jetzt hier anhabe, das ist eigentlich meine Ersatzbrille. Die trage ich jetzt aber schon seit 4-5 Wochen, weil die andere Brille ja in Reparatur war. Und die ist auch schon ein paar Jahre alt, von Fielmann. Alle meine Brillen sind von Fielmann. So, also guck genau hin, was der Junge für eine Brille trägt. Also, einmal die. Dann habe ich eine Lesebrille von Fielmann. Da habe ich auch mal ein eigenes Video drüber gemacht, in dem Video Homeoffice 4.0. Ich habe ganz oft, als ich angefangen habe, eine Gleitsichtbrille tragen zu müssen. Das heißt, Gleitsichtbrille für die Leute, die es nicht wissen, da ist oben zum Weitgucken und unten ist dann zum Lesen oder zum Computergucken. Da muss man immer das. Leute, die eine Gleitsichtbrille tragen, erkennt man daran, dass sie immer so rumlaufen manchmal. So, und dieses Kopfheben, damit man unten also wirklich scharf sehen kann, was nah ist, verleitet manche dazu, eine leichte Genickstarre zu bekommen. Es gibt wirklich Leute, die haben dadurch Schwierigkeiten im Nacken und bekommen also auch teilweise Rückenschmerzen. Das habe ich nicht gehabt, aber was ich gehabt habe, als ich dann meinen Bürotag, so etwa 8 bis 12 Stunden vorm Rechner zu sitzen, als ich das erste Mal eine Gleitsichtbrille hatte, habe ich, weil ich den Monitor vor mir habe, immer diesen hier gehabt. Das heißt, ich habe immer den Kopf so im Nacken gehabt und irgendwann habe ich hier Schwierigkeiten gehabt. Ich bin tatsächlich bei meiner Internistin gelandet, weil ich dachte, ich habe irgendwas an der Schilddrüse, weil das hier so gezogen hat. Letztendlich war die zum Glück sehr gut, die Internistin, und hat gesagt, sie brauchen eine Arbeitsplatzbrille oder eine Lesebrille. Und dann bin ich zu Fielmann gegangen und habe gesagt, ich brauche eine Arbeitsplatzbrille. Das ist die günstigste Brille, die ich je gekauft habe. Die hat wirklich ganz, ganz wenig Geld gekostet. Das ist jetzt nur das, was ich bei den anderen Brillen unten habe. Das heißt also, alles, was so weit ist, kann ich super klar sehen. Das heißt, ich brauche nicht mehr so zu machen, sondern ich kann ganz normal auf dem Bildschirm gucken. Seitdem war nichts mehr mit Rücken, mit Nacken oder mit sonst was. Ich kann jedem eine Arbeitsplatzbrille, Lesebrille auf jeden Fall empfehlen. Denn, wie gesagt, gerade Leute, die eine Gleitsichtbrille tragen, machen dann immer diesen hier. Und das ist nicht gesund. Also, einmal die Brille. Einmal die Brille hier, die ist untypisch für mich mit so einem kompletten Rand. Das ist die Brille Nummer 2. Nummer 1, Nummer 2. Dann ist hier die Brille, die zur Reparatur war. Da habe ich mich leider draufgesetzt. Die habe ich schon 12 oder 13 Jahre. Die gefällt mir immer noch am besten. Das ist diese Brille. Das ist die Nummer 3. Die ist jetzt repariert worden. Und
Dann habe ich, weil das alles so viel Trouble war von der Firma Fielmann, tatsächlich eine nagelneue Brille mit Gleitsichtgläsern geschenkt bekommen. Und da habe ich mir die hier ausgesucht. Und das ist die Brille Nummer 4. Das ist jetzt meine neue Brille. Also, welche gefällt euch an mir am besten? So könnt ihr mit der Verlosung an der Verlosung teilnehmen. Die Nummer 1, die Nummer 2, die Nummer 3 oder die Nummer 4. Jetzt habt ihr die Auswahl. So, also, was hat die Firma Fielmann gemacht? Sie haben sich bei mir telefonisch sofort entschuldigt und zwar richtig entschuldigt. Sie haben gesagt, da war ja, normalerweise kann sowas eigentlich nicht vorkommen, weil die gewisse Vorgehensweisen haben, dass so lange eine Brille oder dass sich jemand beim Kunden nicht meldet, dass das eigentlich nicht vorkommt. Aber wie das so ist, ich bin selber aus dem Verkauf. Wenn es dann schief geht, dann geht auch alles schief. So, und das ist hier so gewesen und da haben sie sich wirklich mehrmals ernsthaft und auch glaubwürdig bei mir entschuldigt. Nicht nur telefonisch, sondern nachher auch persönlich. Bin dann auch nachher natürlich in der Filiale im Einkaufscenter, die ich auch beim ersten Video genannt habe, des Öfteren jetzt gewesen. Hab jetzt eben meine Sachen abgeholt. Was hat die Firma gemacht? Die Firma hat also sofort gesagt, Ihre Reparaturbrille, das ist die hier, kriegen Sie mit neuen Gläsern umsonst. Das heißt, ich muss nichts dafür bezahlen. Vielen Dank. Dann haben Sie gesagt, weil das alles so ein Heckmeck war, suchen Sie sich eine schöne, nagelneue Brille mit Gleitsichtgläsern aus. Und dann haben Sie nochmal meine Sehstärke auch nochmal kontrolliert, ob die sich nicht geändert hatte. Haben Sie gemacht, die habe ich geschenkt bekommen. Und weil zwischendurch, und das hatte ich beim ersten Video auch betont, vielleicht war es das, ist es so, dass sie mir tatsächlich an meinem Geburtstag diesen riesen Korb hier nach Hause gebracht haben. Die haben, da hat der Filialleiter vor der Tür gestanden und hat mir diesen wunderschönen riesen Korb, den habe ich bisher noch nicht ausgepackt, gebracht. Also ich habe gesagt, Leute, das ist doch nicht nötig, was macht ihr denn da alles? Und als das nicht genug war, haben die Leute gesagt, okay, sie haben so einen schönen Kanal, der uns gut gefällt. Wir stiften, die Firma Fielmann stiftet hier für diesen Kanal, für die Verlosung, 3 Gutscheine im Wert von 100 Euro, die ich hiermit natürlich verlose. So, und dann habe ich wirklich gesagt, Leute, ich muss auch was machen von mir aus und natürlich auch für euch. Und habe dann nochmal 3 Gutscheine gekauft. Die sind für 50 Euro. Auch die werden verlost. Das heißt, insgesamt werden 6 Gewinner hier ausgesucht. Und die Teilnahmebedingungen, wie immer bei meinen Verlosungen, ich mache ja öfter Verlosungen hier im Kanal, die findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut da bitte rein. Also, ihr könnt gewinnen, jeweils, 6 Leute, jeweils einen Gutschein von 100 Euro oder 3 Leute, nein, nochmal, 3 Leute können jeweils einen Gutschein von 100 Euro gewinnen und 3 Leute können jeweils einen Gutschein von 50 Euro gewinnen. Schreibt einfach einen Text und das Video drunter, welche Brille, die ich euch hier gezeigt habe, am besten ist. Das möchte ich euch auch noch zeigen. Man kriegt mittlerweile hier bei Fielmann nicht mehr solche Plastikdinger, sondern das hier ist Aluminium. Also richtig, richtig schick und innen ganz toll ausgeschäumt, damit also die Brille nicht verkratzt, habe ich bekommen. Und was ich auch ganz toll finde, mal ein ordentliches, großes Brillenputztuch. Also das finde ich also auch sehr, sehr schön. Nochmal, ich wäre bei dem Fauxpas, den sich Fielmann hier geleistet hat, mit einer Reparatur meiner Brille und wenn sie gesagt hätten, komm, machen wir auf Kulanz, ist gut, alles in Ordnung, wäre ich zufrieden gewesen. Wirklich. Und ich glaube, das war der Firma Fielmann auch klar. Aber die haben ja auch nicht aufgehört. Die haben gesagt, nee, Herr Bayer, das machen wir auch noch und das können wir auch noch und das machen wir auch noch. Ich bin selber aus dem Verkauf und ich weiß, wenn jemand einfach nur sagt, ach komm, wir müssen da was machen, damit wir wieder draußen gut dastehen und wenn man was macht und sagt, nein, wir wollen den Kunden wirklich super zufriedenstellen und wir haben einen Fehler gemacht, da stehen wir zu, der darf nicht passieren, der ist aber passiert, tut uns leid, aber das und das und das kriegt er dazu. Und wenn ihr dann in der Zeit auch noch das Glück habt und Geburtstag habt, naja, die Daten von mir hatten sie ja, wie gesagt, 20 Jahre, ich Fielmann Kunde. Und nochmal, ich werde natürlich auch die nächsten 20 Jahre, so Gott mir die geben mag, bei Fielmann als Kunde letztendlich bleiben. Das kann ich nur weitergeben. Wie gesagt, was ihr davon habt von diesem Video hier, einmal wisst ihr, wo ihr eure Brille am besten kaufen könnt, nämlich bei Fielmann. Und ihr habt die Möglichkeit, entsprechend, um das auch auszuprobieren, Gutscheine hier bei mir in der Verlosung zu gewinnen. Ich wünsche euch allen, dass ihr bei der Verlosung dabei seid und dass ihr Glück habt und dass ihr was gewinnt. Und ansonsten wünsche ich euch immer eine klare Durchsicht.
eine scharfe Sicht. Und wie gesagt, überlegt euch das mal, wenn ihr Gleitsichtbrillenträger seid und habt Schwierigkeiten mit dem Lesen oder mit dem Computerarbeiten, schafft euch einfach eine Arbeitsplatzbrille, kostet 30, 40, 50 Euro. Also wirklich sehr, sehr günstig und dann ist das Arbeiten wirklich um einiges leichter. Das soll es gewesen sein. Nochmal, Chapeau, wenn ich eine Mütze auf hätte, würde ich sie hiermit ziehen. Chapeau, Firma Fielmann. Das war was ganz Besonderes und ich danke wirklich allen Beteiligten und kann das empfehlen. Und ihr wisst, ich mache in meinem Kanal kein Blabla, Werbeblabla oder sonst was. Das hier ist ernst gemeint und in meinem Kanal findet ihr auch nur Dinge, die ich selber ausprobiert habe, wo ich also selber wirklich was zu sagen kann. Und wenn man 20 Jahre Kunde ist, das ist das erste und einzigste Mal gewesen, dass sie nicht gut gearbeitet haben und das haben sie 10-mal wettgemacht. Und insofern wirklich Chapeau, Dankeschön. Und euch da draußen viel Glück bei den Gutscheinen, bei der Verlosung. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video hier wieder. Schön finde ich auch, dass uns die Sonne hier wunderbar begleitet. Im Moment scheint hier wieder schön auf den Arbeitsplatz. Es passt. Manchmal passen einfach Dinge sehr, sehr gut zusammen. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit und bleibt gesund. Tschüss.